So, und hier können wir uns um die lichttechnischen Größen und Einheiten kümmern. Und jetzt kommt auch die Orientierung am Lampenregal des Baumarktes dazu. So, das allererste dafür ist natürlich, wir müssen uns darüber Gedanken machen, was ist denn eigentlich Helligkeit? Und da sind wir natürlich bei der Empfindlichkeit des Auges. Nehmen Sie zum Beispiel einen Heizkörper im Winter. Der Heizkörper wärmt, das können wir merken. Das ist Infrarotstrahlung, auch das ist elektromagnetische Strahlung, mal abgesehen von der Konvektion natürlich, die auch dabei ist. Wir sehen diese Strahlung aber nicht. Wir sehen natürlich den Heizkörper, dass der da weiß angestrichen irgendwo an der Wand hängt. Und so, das ist es aber. Aber das, was er da gerade abstrahlt, was wir als Wärme wahrnehmen, kriegen wir nicht mit. So, da haben unsere, kriegen wir optisch nicht mit, über die Haut natürlich. So, da haben unsere Augen keine Empfindlichkeit an der Stelle. Das ist Infrarotstrahlung, genauso beim ultravioletten Licht. Das kann ein wunderbarer Sommertag sein. Wir sehen den blauen Himmel und so weiter, aber die UV-Strahlung, die uns dann eventuell die Haut verbrennt, die sehen wir nicht. Auch das ist elektromagnetische Strahlung, aber unsere Augen sind da schlichtweg nicht empfindlich an der Stelle. Und deswegen müssen wir uns erst einmal angucken, wie funktioniert eigentlich das Auge? Welche Empfindlichkeit hat denn das? So, da haben wir hier jetzt mal zwei Kurven und noch ein schönes buntes Bild dazu. Nämlich einmal die Empfindlichkeit, und zwar die relative Empfindlichkeit hier des Auges bei photopischem Sehen. Das ist hier das photopisch und das skotopische Sehen. Das ist nämlich einmal hier das Tagsehen und das ist das Nachtsehen. Und da unten drunter nochmal schön im Bund das elektromagnetische Spektrum hier von ganz rechts den langwelligen Bereichen, also dem Wechselstrom letztlich, bis ganz nach oben hier der kosmischen Strahlung und so. So. Und dazwischen eben das sichtbare Licht, das ein bisschen aufgespalten wird hier in die Farben, sodass man sich orientieren kann. Also auch in der oberen Kurve rechts ist rot und links ist blau. Das hier nochmal dazu schreiben. Rot. Und hier ist blau. Das ist durchaus nicht unüblich, weil nämlich in diese Richtung steigend die Frequenz laufen würde. Dann fällt es in diese Richtung. Entschuldigung, in diese Richtung steigend die Frequenz laufen würde. So, wir haben es also auf der rechten Seite mit den niederfrequenteren Dingen zu tun. So, wir sehen zum einen, dass es da ein relativ ausgeprägtes Maximum gibt, irgendwo hierbei, ich sage es gleich noch genau. So zwischen 540 und 560 Nanometer Wellenlänge für das Tagsehen und irgendwie bei 500 oder so, bisschen über 500 für das Nachtsehen. Wir sehen hier zwei Dinge an der oberen Kurve, nämlich wir sehen einmal, dass es eben dieses Maximum gibt. Das ist auch in etwa, passt das sogar hier mit dem, was da unten drunter steht, mit den so, müssen wir vielleicht mal da so justieren, dann könnte das so in etwa funktionieren, sogar mit den Farben. Also das hier ist in etwa grün-gelbes Licht an der Stelle hier und das hier ist so ein bisschen bläuliches Licht oder ist blaues Licht und hier, wie gesagt, ist das rote. Wir sehen starken Abfall zum roten hin, wir sehen starken Abfall zum blauen hin, wir sehen beim Nachtsehen, dass sich das Maximum in Richtung blau verschoben hat. So, mir hilft uns erstmal gar nicht so ganz viel. Wir sehen an der Stelle nur, was wir heller sehen würden und was wir weniger hell sehen würden. Und was aber vielleicht auch interessant ist, ist, wie das Ganze sich absolut darstellt. Hier die absoluten Angaben für das photopische und das skotopische Sehen, auch wieder so einigermaßen skaliert oben mit der Farbskala. Und da sehen wir ganz klar, dass hier nachts, das wissen Sie auch alle wahrscheinlich, dass wir nachts eine höhere Augenempfindlichkeit haben als tagsüber. Allerdings sehen wir die Farben nicht mehr so gut, auch das ist bekannt. Wir sehen das alles irgendwie so ein bisschen bläulich, gräulich, komisch. Und das liegt eben einfach daran, dass unsere Empfindlichkeitskurve hier jetzt absolut gegeben als K' und K sich ins Blaue verschoben hat. So, jetzt ist die Frage, wie hell ist denn jetzt eigentlich hell und wie gibt man das an? Wir haben da ja irgendwie, man kann sagen, das ist heller, das ist dunkler und so. Oder, ne, und da hat man dann irgendwann sich geeinigt, dass man da die Einheit Lumen findet. Für Helligkeit
Lumen. So, und jetzt muss man noch definieren, was ist denn jetzt eigentlich ein Lumen? Und da sagt man, das Maximum der Kurve, ist bei 555 Nanometer. Und wenn man da jetzt eine Lichtleistung von einem Watt, eine Strahlungsleistung von einem Watt empfängt, dann ist das ein Watt bei Lambda gleich 555 Nanometer, eigentlich genau 540 Terahertz, so steht es in der Definition der SI-Einheit, sind 683 Lumen. Das ist das Tagsehen. Würde also im Prinzip heißen, man hat hier ein Strahlungsäquivalent, so dass man also umrechnen kann von der Strahlungsleistung, der physikalischen Strahlungsleistung auf den Helligkeitseindruck, die Buchstaben mache ich da gleich noch dazu, von von 683 photometrisches Strahlungsäquivalent von Km gleich 683 Lumen pro Watt. Ja, ein Watt macht 683 Lumen. Also ein Watt, das ich empfange über mein Auge. Jetzt muss man natürlich sehen, wie groß ist das Auge und so weiter. Was ist dann ein Watt, das da genau reinkommt und so weiter und so fort. Erst einmal noch eine etwas andere Frage. Schauen wir uns nochmal das Nachtsehen an. Nicht das Nachsehen, sondern das Nachtsehen. Da haben wir das etwas in eine etwas andere Größe. Da haben wir nämlich Km gleich 1699 Lumen pro Watt bei, und jetzt hat sich das Ganze verschoben, 505 Nanometer. So entscheidend ist dieses hier, dass wir das hier uns merken oder verstanden haben. Okay, so, wie kriegt man jetzt die ganze Geschichte umgerechnet von dem einen in das andere? Da hat man jetzt zunächst einmal hier die Kurvenverläufe, das sind die hier oben, da steht es nämlich auch schon dran, das ist hier ein V von Lambda oder ein V' von Lambda. Und wenn man jetzt ausrechnen möchte, wie hell wird eigentlich ein Mehrfrequenzstrahler angesehen? Wie hell ist ein breitbandiger, sage ich mal? Wir haben es ja nicht mit dem grün-gelben Licht bei 555 Nanometern nur zu tun und dann nur eine Linie. Die Welt wäre ja sehr farben. Also wir hätten keine Farben, nicht? Wir hätten dann alles grün-gelb, ob wir das als grün-gelb sehen würden, sei mal dahingestellt. Und wir haben breitbandige Strahler, die alle Farben haben, hoffentlich alle Farben haben. Wir werden dazu noch mehr lernen später. Und da könnte man jetzt natürlich rangehen und könnte jetzt irgendeine physikalische Größe nehmen. Strahlungsgröße so, da ist das LE hier ein Platzhalter für meinetwegen IE, FiE und so weiter, also irgendwie eine von denen, die wir da oben hatten. Und wenn man das Ganze jetzt umrechnen möchte in die lichttechnische Größe, da muss man im Prinzip das Watt, das in den strahlungsphysikalischen Größen drin steckt, ersetzen durch das Lumen, was in der lichttechnischen, photometrischen Größe drin steckt. Und da hat man eben hier für kleine Bereiche das L V Lambda gleich
Km, das entsprechende V von Lambda mal LE, und dann müssen wir noch das Lambda-Stückchen darauf integrieren, sonst kriegen wir das Ganze nämlich alles pro Nanometer oder so raus. Und wenn man das Ganze komplett ausrechnen möchte, dann muss man das integrieren über eben all diese Dinge. Km kann man vor das Integral ziehen, und zwar von 380 Nanometer bis 780 Nanometer. Und da LE von Lambda d Lambda. So, also es ist einfach, das eine wird dann bei einem breitbandigen Strahler einfach das Integral entsprechend gewichtig mit dem Helligkeitseindruck, mit der Helligkeitskurve des Auges. Hier, da steckt das Auge drin. Und ja, dann hat man eben die entsprechende lichttechnische Größe. So, die Kurven wurden im Prinzip aufgenommen 1924 für das photopische Sehen, 1951 für das skotopische Sehen von der CIE, die taucht auch noch was auf, Commission Internationale L'Éclairage, also International Commission for Illumination. Das ist dann standardisiert, also man musste sich einfach darauf einigen, man musste da auch mehrere Menschen mal fragen, also nicht nur einen, weil ja nicht alle Menschen gleich sind und gleich sehen, sondern man musste da natürlich auch dann irgendwelche, ja, das sind ja Eindruckskurven aufnehmen, und da musste man sich eben einfach darauf einigen, dass das so ist. So, und jetzt kann man die ganzen Größen natürlich auch mal umrechnen hier in von der physikalischen, strahlungsphysikalischen Einheit in die lichttechnische, photometrische Einheit, und das machen wir jetzt auch noch mal eben. So, und dann haben wir eben hier den Lichtstrom. Das ist Phi V. Gleich Km. Naja, ich schreibe im Prinzip nur jetzt das Integral nochmal aus hier. 380 Nanometer bis 780 Nanometer V von Lambda, und jetzt kommt die strahlungsphysikalische Größe Phi E, kann man natürlich auch von Lambda angeben, mache ich mal D Lambda, und das ist also hier der Lichtstrom, der hier zur Strahlungsleistung korrespondiert. So, und die Einheit ist Lumen. So, und da ist die gesamte sichtbare und wahrgenommene Strahlung der Lichtquelle erfasst. Sichtbare Strahlung einer Quelle. So, dann haben wir die Lichtstärke. Also das I V ist gleich, und dann schreibe ich wieder das gleiche Integral hin. Km Integral von 380 Nanometer bis 780 Nanometer V von Lambda, und dann das IE. Ich mache da immer so Serifen dran, dann sieht man das auch. Ich mache da auch ein von Lambda von, also adel das D Lambda.
Und das ist eben der Lichtstrom in eine entsprechende Richtung pro Raumwinkel. Die Einheit gebe ich zunächst nochmal an. Die Einheit hier wäre jetzt natürlich IV Einheit. IV ist gleich die Einheit hier. Naja, im Prinzip dV durch Omega. Im Prinzip haben wir bei dem IE die Watts durch die Lumens ersetzt. Gucken wir uns das IE nochmal an. Das ja hier vorne definiert war, da ist es nämlich, das war Watt pro Stehradiant. Das Watt wird ersetzt durch Lumen, durch das K letztlich. Und dann kommen wir hier auf Lumen pro Stehradiant. Und das wird auch abgekürzt als Candela. Und das ist dann sogar die Basiseinheit für die lichttechnischen Größen. Photometrischen Größen. So, ganz wichtig, taucht aber erstaunlicherweise selten auf, nicht, sondern man arbeitet da mehr mit dem Lumen. So, das erfasst hier die in einem Raumwinkel ausgestrahlte den in einem Raumwinkel ausgestrahlten Lichtstrom. So, ist lichtabhängig natürlich. Abstand war das übrigens oben auch nicht, nicht. Wenn Sie alles erfassen, dann ist das egal, in welchem Abstand Sie alles erfassen. So, dann haben wir die Beleuchtungsstärke. Da geht es jetzt tatsächlich darum, wie hell kommt das eben bei einem an, und da ist dann irgendwie auch der Abstand mit drin. Auch da schreibe ich das Integral nochmal hin. So, und wir kriegen hier natürlich, wenn Sie das Ganze nochmal umdrehen, würden Sie hier hinkriegen, EV ist gleich VV oder DVV nach DA, also auf die Fläche bezogen. Und dann ist die Einheit hier die Einheit von EV ist gleich Lumen pro Quadratmeter, und das kürzt man auch ab, das haben Sie bestimmt schon gesehen, als Lux. Und das gibt jetzt eben an, ihr hängt natürlich über die Fläche von der Entfernung ab. Über die Entfernung, nee, über die Fläche von der Entfernung, andersrum, Entschuldigung, der Entfernung ab. Und das gibt letztlich an, wie hell es an einem, am Ort, an dem man sich befindet, am Ort des Empfängers empfunden wird. Bestimmt, wie hell
etwas am Ort des Empfängers empfunden wird. Wir werden dazu gleich noch ein bisschen was sehen. Das ist im Prinzip das, was man eben auch angibt für Büroarbeitsplätze oder überhaupt für Arbeitsplätze. Wie hell es an einem Arbeitsplatz sein muss, das wird eben definiert in Lux. So, die Einheit Lux, Lumen pro Quadratmeter haben wir angegeben. Okay, dann haben wir noch die Leuchtdichte. So, wenn man jetzt die flächenhafte Ausdehnung eines Strahlers mit einbezieht, also Flächenstrahler mit Fläche AQ, Q steht für Quelle, das ist im Prinzip genau der Fall gewesen, den wir in dem gleichkommenden, in diesem bunten Bild hier hatten. Das hier ist die Fläche AQ, aus der strahlt er heraus. Und wenn man das jetzt noch mit berücksichtigt, wie viel denn jetzt eigentlich eine Fläche und somit dazu beiträgt, dass es irgendwie an einem Ort auf eine oder in einem Raumwinkel hell wird, dann hätte man jetzt hier noch die Lichtstärke. Ich schreibe mal dazu der Quelle. Pro Fläche. Und das könnte man jetzt angeben als LV gleich die Ableitung der Lichtstärke, Quatsch, des Lichtstromes. Hier, das Lichtstrom ist Phi V. Nach der Quellfläche und nach dem Raumwinkel, in den das Ding rausstrahlt. Und das könnte man jetzt oder würde man angeben in Candela pro Quadratmeter. Das kann man angeben oder wird natürlich auch angegeben für Monitore. Für Monitore wird auch Lumen pro Quadratmeter angegeben, also wie viel Lumen, welcher Lichtstrom geht jetzt eben von einem Quadratmeter oder von einer Einheitsfläche eines Monitors beispielsweise aus. Der Monitor ist typischerweise so ein flächiger Strahler, in dessen Nähe wir uns befinden. Oder was macht denn eben der Projektor da, was schafft er an einer Leinwand oder so. Andersrum kann man natürlich auch sagen, es gibt auch irgendwie an, wie sehr man geblendet wird. Wenn die Lichtstärke sehr, sehr hoch ist, also wenn die gleiche Lumenzahl aus einer kleineren Fläche rauskommt, dann fühlt man sich aus dem Laser beispielsweise, fühlt man sich natürlich wesentlich mehr geblendet, als wenn das von einer großen Fläche kommt, wo sich dann alles verteilt. Aber im Endeffekt ist der Lichtstrom natürlich der gleiche. So, dann haben wir noch eins, was für das Supermarktregal auch wichtig ist. Das ist nämlich die Lichtausbeute. Das hat jetzt mit den da drüber stehenden Sachen erfreulicherweise nicht mehr so richtig viel zu tun. Da würde man nämlich hier das Ganze in Lumen pro Watt angeben. Also wie viel Licht kriege ich eigentlich? Also Phi V durch P durch die Leistung. Rausgibt, wie viel Licht kommt aus der Quelle raus, wie viel Licht kriegt man pro eingesetzte elektrische Leistung. Licht, Strom bekommt man pro eingesetzte elektrische Leistung. So,
Hierzu dann gleich zwei Tabellen. Zunächst einmal, was ist eigentlich Lichtausbeute, also was kriegt man denn eigentlich raus? Zusätzlich noch mit der Information der Farbtemperatur, über die wir etwas später sprechen werden. Und da sehen Sie hier oben Glühlampen, 60, 100 Watt, 1000 Watt oder so. Der Lichtstrom, der da rauskommt, also eine 60 Watt macht 700 Lumen, 100 Watt, 1400 Lumen und so weiter. Dann können Sie ausrechnen, welches die Lichtausbeute ist. Das heißt, Sie kriegen hier jetzt also dann zwischen 12 und 19 Lumen pro Watt dabei raus. Hier noch die Beleuchtungsstärken in Lux angegeben. Also wie hell ist eigentlich was oder wie hell kriegt man denn etwas? Also wenn Sie bei klarem Himmel, die Sonne steht mittags im Zenit, richtig Sonne und so, dann haben Sie 130.000 Lux da, wo Sie dann stehen. Also 130.000 Lumen pro Quadratmeter. Wenn Sie den klaren Himmel haben, Sonne mittags irgendwie im Sommer oder so, also nicht genau im Zenit, nicht über dem Äquator, sondern relativ hoch einfach nur, dann sind das 90.000 und der Beitrag der Sonne davon ist 70.000 und das, was das Himmelslicht, also das Blau um uns herum noch liefert, sind 20.000 bei klarem Himmel und die Sonne ist mittags im Winter weiter unten, dann wird das schon deutlich dunkler. Und das nehmen wir alles auch sehr, sehr wahr. Also unser Auge adaptiert sich da dran und das Gehirn macht da dann auch mit. So, dann gehen wir hier mal den Vollmond. Schauen wir uns an. Hier beispielsweise, da sind wir schon bei 0,27. Und Sie sehen, also auch bei Vollmond kann man, ich würde dann jetzt nicht mehr Auto fahren ohne Licht, aber auch bei Vollmond kann man eigentlich noch ganz gut sehen. So, und über die Straße gehen, das wäre gar kein Problem. Nur reines Sternenlicht ist natürlich sehr, sehr dunkel hier, nicht? Und jetzt gibt es hier noch was, wie hell sollte es denn eigentlich irgendwo sein? Also Lagerräume, Treppen, Umkleiden müssen nicht so hell sein, grobe Montagen schon ein bisschen heller, Büroräume, feine Montage und so weiter. Dann auch hier, so, das sind wohl so Büroarbeitsplätze, nicht, die man dann haben muss. Und wenn Sie dann als Elektromontage, also wirklich fisselige Arbeiten machen, dann merken Sie wahrscheinlich schon selber, brauchen Sie es heller, da sind dann 1000 Lux gefragt. Es tauchte eben schon der Begriff der Farbtemperatur auf. Und da muss man jetzt ein bisschen was zu sagen, was denn das eigentlich ist, damit man das interpretieren kann. Nun ist das so, dass wir es hier bei glühenden Körpern, näherungsweise vielleicht, glühende Körper, wie das zum Beispiel eine Glühlampe oder sowas ist, näherungsweise mit einem sogenannten schwarzen Strahler zu tun haben. Nun, das ist ein von Max Planck entwickeltes revolutionäres Konzept der Physik, wie ein Strahler, ein Körper, ein erwärmter Körper abstrahlt. Das muss man nicht unbedingt sehen, die Abstrahlung. Deswegen ist es so ein schwarzer Strahler, weil man es nicht unbedingt sieht. Aber wenn der heiß genug wird, dann sieht man es eben doch. So, und da muss man sich jetzt angucken, wie eben dieses Spektrum von dem Ding aussieht. Und hier sind mal insgesamt vier, zunächst sehen Sie nur zwei Spektren von diesen schwarzen Strahlern gezeigt. Und zwar sind die alle so, dass man hier jetzt einen irgendwie gearteten Körper genommen hat. Das kann ein Backstein sein, ein Stück Metall oder was weiß ich was. Und das ist aufgeheizt worden auf 5000 Kelvin, ca. 5000 Grad. Der Unterschied macht jetzt keinen Unterschied, ist jetzt nicht groß. Und hat eine gesamte abgestrahlte Leistung, strahlungsphysikalische Größe, von einem Watt hier. So, und was dann da gezeigt ist, ist eben genau dieses Spektrum über der Wellenlänge, die ist hier unten. So, und dann sieht man eben, da geht es eben noch weiter nach unten hier, eigentlich sogar noch so ein bisschen anders, so, darauf kommt es dann nicht drauf an, das ist hier das Spektrum des Strahlers. So, man sieht hier, wie viel strahlungsphysikalische Leistung bei der entsprechenden Wellenlänge rauskommt hier. Eigentlich müsste das Watt pro Nanometer sein, also letztlich eine Strahlungsdichte sein. So. Und man sieht ganz klar, dass wir hier ein Maximum haben. Okay, hat man bei Kurven häufiger. Und vor allen Dingen hier einen großen langwelligen Bereich haben. Also IR, Infrarot, den wir letztlich nicht sehen, der aber Wärme ausmacht. Und das ist eben genau das, was man bei schwarzen Strahlern, wie es zum Beispiel die Sonne oder eine Glühlampe ist, eben auch merkt. Die sind wirklich warm. Und das, was man sieht, ist nur in dem Bereich, in dem unsere Augen auch eine Empfindlichkeit haben. Das ist nämlich wieder die Augenempfindlichkeitskurve hier, letztlich auch schon gewichtet. Also letztlich mit der Augenempfindlichkeitskurve.
hier gewichtet das, was das Auge an Helligkeit wahrnimmt. So, und bei 5000 Kelvin, da passt jetzt ganz wunderbar das Maximum der Empfindlichkeit mit dem Maximum der Strahlung überein. Nun, warum ist das so? Ganz klar Evolution natürlich. 5000 Kelvin ist in etwa die Wärme der Sonne. Und es ist in etwa, natürlich mit Nuancen anders, das Strahlungsspektrum der Sonne, was wir hier jetzt sehen. Und natürlich ist es sinnvoll, dass man dann seine Augen, seine Sehfähigkeit dann nach dem Maximum des elektromagnetischen Spektrums, das zur Verfügung steht, ausrichtet. Und das ist hier passiert. Wir sehen hier also, wir kriegen hier jetzt so etwa 10 Lumen da rein. Ja, auch das müsste eine Dichte bezogen auf Lambda sein, die ich hier aber nicht ausgeführt habe. So, machen wir das Ganze, gehen wir mal in die andere Richtung, machen wir das Ganze ein bisschen kälter. Hier nur 2500 Kelvin an der Stelle, auf der rechten Seite hier, da ebenfalls 1 Watt. Und dann sehen wir zum einen natürlich ganz klar, dass das Maximum hier des Strahlers woanders liegt. Wir sehen aber auch ganz klar, dass wir hier deutlich weniger Lumen, also weniger Helligkeit wahrnehmen. Wir nehmen ja nur den hochfrequenten bzw. auch kurzwelligen Bereich hier wahr. Nur den können wir sehen. So, nur den können wir sehen. Und da sehen wir auch ganz klar hier ein starken Anteil beim langwelligen, da starker Anteil im langwelligen Bereich der Empfindlichkeit des Auges, das schreibe ich jetzt nicht mehr dazu, was also letztlich heißt, dass wir dieses hier als rot wahrnehmen oder rötlich. So viel von der Strahlungsleistung, die da im Raum ist, wird von uns nicht wahrgenommen, sondern nur über Wärmeentwicklung wahrgenommen. Das ist im Prinzip dieser ganze Schwanz hier in dem hinteren Bereich da. Das wird alles nicht gesehen, das insbesondere nicht, aber das heizt natürlich. Wenn man heizen möchte, kann man das tun. Wenn man eigentlich sehen möchte, kann man das nicht tun. So, wenn ich das die ganze Temperatur jetzt noch weiter runterdrehe, hier auf 1000 Kelvin, dann sehen wir hier vielleicht nur noch ganz, ganz schwach rot. Also ein bisschen was kommt natürlich noch rein. Wir sehen hier minus 5 Lumen da an der Stelle als Einheit. Und das ist hier vielleicht ganz schwach rot. Rot glühend, nicht? Und im Wesentlichen ist das eine sehr langwellige Strahlung, die eben nur noch als Wärme wahrgenommen wird. Wenn man da dicht rankommt, dann einmal über die Konvektion natürlich, aber auf der anderen Seite auch über die Strahlung nimmt man schon wahr, dass der Strahler warm ist. Wenn man in der anderen Richtung hier die Temperatur hochdreht, hier auf 10.000 Kelvin, dann wird man dieses Licht hier ganz klar als, ich mache das natürlich auch so, als bläulich wahrnehmen. So, das Komische ist jetzt natürlich, dass auf der linken Seite hier ist in etwa, ich schreibe es mal ganz mutig hin, in etwa Tageslicht. So, das hier ist sogenanntes kaltes Licht. Auch wenn die Temperatur höher ist. Und hier sind wir in dem Bereich des warmen Lichts. Nun, warum ist das so? Wir nehmen es natürlich als menschlich warm wahr, wenn wir am Lagerfeuer sitzen. Und Lagerfeuer ist nun mal nicht so heiß, sondern rötlich. Nicht, das strahlt zum einen natürlich Wärme aus, weil da auch ein sehr großer infraroter Anteil drin ist. Aber es wird natürlich auch psychologisch von uns als warm wahrgenommen, weil wir da als Menschen da in der Höhle zusammensaßen, zusammensitzen bei Lagerfeuer. Und der rötliche Schein, der hat natürlich auch eine physiologische Wirkung und psychologische Wirkung auf den Menschen. Und hier ist das eben dieser Wärmeausstrahlende. Nicht? Während dieses bläuliche Licht als kalt, als hart wahrgenommen wird. Ich mag es zum Beispiel zum Arbeiten ganz gerne, aber es ist eben nichts, wo man sich dann eben geborgen fühlt und wo eine menschliche Wärme einen durchdrängt. So, und diese Farbtemperaturen hier, die kann man mittlerweile auch auf den Packungen der LEDs ablesen. Und der taucht jetzt auch hier als Farbtemperatur nochmal wieder auf in der Tabelle. Und Sie sehen hier, je höher die Leistung der Glühlampe wird, desto größer wird das eben. Die Mittagssonne hat eben diese 5.500 Kelvin
als Farbtemperatur und das entspricht so in etwa der Strahlung, die da hinten kommt. Wenn wir über Farben sprechen, dann werden wir darauf noch ein bisschen mehr eingehen und werden das auch in einem gewissen Diagramm, das ich aber noch einführen muss, uns anschauen.